Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei meiner Wenigkeit, der Sky und der Unreal Engine 5. Du bist neu in der Unreal Engine 5 und willst einen Terrain erstellen, kriegst es vielleicht nicht hin oder weißt noch gar nicht, wie es geht. Überhaupt gar kein Problem. Wir scrollen erstmal hier raus. Das hier ist gerade die Standard-Map der Unreal Engine 5. Ihr könnt auch eine x-beliebige neue Map hier oben kreieren unter New Level. Und dann haben wir in der Mitte des Bildschirms hier oben so ein cooles Icon mit Bergen. Activate Landscape Editing Mode oder wir drücken Shift 2. Das geht natürlich auch. Sobald wir hier drauf gedrückt haben, kommt nämlich hier so eine grüne Übersicht und hier kann man sehen, wie groß letztendlich das Landscape ist, was man machen kann und will. Hier unten haben wir dann zum Beispiel 8x8 Komponenten stehen, also X und Y 8x8. Das können wir natürlich auch noch erhöhen und ändern. Ihr seht schon, ich scroll mal weiter raus, dass man hier einiges noch einstellen kann. Zum Beispiel würde ich jetzt gerne 16x16 haben. In meinem Fall reicht jetzt mir 8x8. Und wir können natürlich auch die Section noch ändern. So sieht es dann immer größer aus und ist immer hier in so Zweier-Pattern, ne? Aber wir lassen das bei 1x1 und hier können wir natürlich auch einstellen, wie groß denn das einzelne, die einzelne Region sein soll. Das ist standardmäßig 63x63. Das ermöglicht euch natürlich extrem feine Details oder eher gesagt Landscapes zu machen, dass ihr wirklich extrem fein hier arbeiten könnt. Ich lasse es bei 63x63, das passt vollkommen. Und sonst können wir hier alles so lassen, wie es ist. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, hier neben mir ist gerade noch ein Gewitter. So, Enable Editing könnten wir natürlich auch noch machen, will ich jetzt aber gerade erstmal nicht machen. Und dann haben wir hier noch das Material. Hier oben kann ein Landscape Material reinkommen. Wie das funktioniert und wie man das erstellt, das zeige ich euch gleich noch im Video, wie man ein simples Material erstellt, wie man ein erweitertes Material erstellt, kommt in einem anderen Tutorial noch. So, und was haben wir noch? Wir haben hier oben die Möglichkeit, ein neues zu kreieren, was wir gerade machen wollen, oder eins zu importieren. Hier könnt ihr zum Beispiel R16-Dateien oder Heightmaps generell importieren, dass die ihr zum Beispiel mit World Machine gemacht habt oder mit, was gibt's denn noch so, Geo irgendwas. Ich kenne die ganzen Sachen eigentlich gar nicht so, deswegen. Aber spielt keine Rolle. Wir wollen ein neues kreieren und sind dann hier in dem Manage-Menü. Klicken also auf Create. Und bam, wir sind jetzt hier in dem wunderbaren Editing-Menü, also in dem Editing-Menü, wo wir skypen können, also ne, das Ganze formen können. Und so sieht das Ganze aus. Mein Terrain ist jetzt leider ein bisschen zu hoch, deswegen, wir klicken hier oben auf den Würfel oder Shift 1. Merkt euch einfach die Tastenkombination Shift 1 und Shift 2. Das sind immer so die besten Sachen, die man machen kann. Und wir schieben das jetzt ein kleines bisschen runter. Wir können das hier auf der rechten Seite auch machen, unter Location, die Z-Achse. Ist ja logisch, wie die Mathematik, ne? Jetzt hängt das hier, ah, okay. Die Engine hat wohl noch ein paar kleine Probleme oder mein PC, das direkt zu berechnen. So circa. Jetzt ist es perfekt soweit. Wunderbar. Und hier haben wir unser Landscape. Das hat jetzt dieses Unreal Engine 5 Standard Material, wie ihr sehen könnt. Und auch noch so komische Streifen. Aber die kriegen wir nachher noch alle weg. Denn was wichtig ist, er will das Licht jetzt rebuilden. Das könnten wir theoretischerweise machen, wenn wir hier oben auf Bild draufklicken und dann zum Beispiel Bit Lightning Only. Hier können wir natürlich noch einstellen, welche Qualität man das Ganze bilden kann. Spielt aber keine Rolle. Umso höher die Qualität ist, umso länger dauert es. Umso komplexer das Terrain hier ist, umso länger dauert es. Wir gehen zurück auf das Landscape Editing Mode. Gedöns-Menü und hier unter Sculpt können wir natürlich jetzt auf Sculpt drauf drücken und Berge ziehen oder Smooth, das Ganze upsmoven, Flat, egal, ich zeige es euch erstmal. Wir haben Sculpt angeklickt und haben jetzt hier die Möglichkeiten, die Toolstärke, ich ziehe es mal ein bisschen weiter nach da, die Toolstärke einzustellen. Das heißt, wie stark ist das Tool? Ich ziehe zum Beispiel mal einen Berg und so stark ist das jetzt. Wenn ich das aber auf 100%, also 1.0, das ist ein Float-Wert, erhöhe, dann seht ihr, dass das Ganze schon viel schneller geht. Wenn ich das Ganze jetzt aber, sag ich mal, auf ja, gute 17% mache, also 0,17, dann geht das Ganze viel, oder dann geht das Ganze relativ langsam und ihr seht schon, dass gar nicht so extrem schnell irgendwas gezogen wird. Und ich würde euch raten, macht es immer so, dass ihr circa so, ja, so gute 10 Meter über der Spielerperspektive seid, weil so könnt ihr eben eher so planen, wie etwas aus der Spielerperspektive aussehen könnte und drückt immer schon auf Play, um immer euch das Ganze auch angucken zu können. Ihr braucht natürlich das Third-Person oder First-Person-Example-Package, damit ihr hier rumgehen könnt, sonst könnt ihr hier nur rumfliegen. Spielt aber erstmal überhaupt keine Rolle. So, das sind jetzt unsere Berge und jetzt können wir vielleicht auf die Idee kommen und sagen, das ist cool, dass wir hier sowas ziehen können. Ihr könnt das übrigens mit linker Maustaste ziehen, aber ich würde jetzt gerne hier auch noch ein, naja, sagen wir mal so ein Flussbett oder irgendwie so eine Klippe haben oder hier einfach so, so ein Cliff. Dann können wir natürlich die Shift-Taste gedrückt halten, also Shift gedrückt halten, linke Maustaste. Seht ihr das, wie wir jetzt hier so einen schönen Graben ziehen? Das ist natürlich ein extrem großer Graben, weil aus Spielerperspektive sah das circa so hoch aus. Also ist schon eine ganz schöne Tiefe, die wir jetzt hier erreicht haben. Spielt aber keine Rolle. Jetzt sagt ihr aber, ey Mann, ich will jetzt aber irgendwie die Pinselgröße ein bisschen editieren. Deswegen haben wir die Brush Sides, also die Pinselgröße. Und das Ganze kriegt man mit den simpelsten eigentlich Kenntnissen wirklich hin. Also das ist gar kein Thema. Wir können das Ganze auch richtig groß machen, hier auf 8K und können hier richtig krasse Berge ziehen. Oder wir erstellen das Ganze auf 16K. Also es ist bis 8K beschränkt, aber ihr könnt auch hier manuell einen höheren Wert eintragen. Und ihr seht, mein Pinsel ist jetzt extrem groß geworden. So, aber ich brauche, wie gesagt, nur einen Pinsel von 1000 zum Beispiel. Und wie gesagt, mit Shift können wir hier dann auch noch, ich sag mal, das Ganze wieder absenken und das Ganze scalpen.
So, okay, wenn wir das gemacht haben, haben wir den Brush Fall-Off. Das ist nichts anderes als, wir haben hier einen inneren Kreis beim Pinsel und einen äußeren Kreis. Der äußere Kreis ist der, wo wirklich gesagt wird, das ist die maximale Begrenzung unseres Pinsels, wie weit der wirkt. Der mittlere Kreis ist der harte Bereich. Das bedeutet, alles innerhalb des mittleren Bereiches von unserem Pinsel, also von dem mittleren Kreis, ist so, dass da 100% gegeben wird von unserer Pinselstärke, ja. Also die kompletten 17%. Oder sagen wir mal, wir hätten jetzt hier eine Toolstärke von 100%, also 1, dann wäre alles, was in der Mitte unseres Kreises passiert, 100% Pinselstärke. Aber der äußere Bereich des Kreises wäre dann zum Beispiel zwischen 100 und 0% abfallend. Also so eine radiale Power hat er hier. So, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ist immer ein bisschen komisch, das zu erklären, aber ich schätze mal, ihr wisst, was ich meine. Probiert es einfach gerne mal aus. Wir können zum Beispiel jetzt auch sagen, die Pinselstärke soll auf 100% sein. Das bedeutet, ihr seht das hier schon links gerade am Bildschirm, dass wir jetzt sagen, dass der Fall-Off in der Mitte ist 100% und dann fällt es immer weiter auf 0% ab. So haben wir einen sehr gesmoothten Pinsel. Andererseits kann ich hier den Fall-Off auch auf 0% machen, dass wir die ganze Zeit mit 100% pinseln und dann sieht das Ganze schon so aus. Wenn ich jetzt mal hier das straight hochziehe, seht ihr, dass es komplett gerade ist und komplett, ja, so kein Abgefälle hat, also sprich, dass hier ein komplettes Cliff ist. Wenn ich jetzt aber sage, er soll auf 100% das Ganze machen, dann sehen wir, dass es jetzt viel feiner ist und wirklich nur die mittlere Spitze unseres Kreises auf 100% gearbeitet hat. Lasst es einfach auf 0,5%, also 50%, und ihr seid good to go und tut das in Variable einschalten und anpassen. Als nächstes haben wir natürlich die Möglichkeit, auch noch zu sagen, ich habe jetzt hier so ein cooles Cliff, ne, also hier so eine coole Bergformation, aber mir gefällt das noch nicht so ganz, ich würde es gerne smoothen und ein bisschen abflachen. Dann klicken wir hier oben auf Smooth und können das Ganze ebenfalls machen. Kleiner Tipp, umso feiner ihr, oder wenn ihr ganz fein smoothen wollt, also Filter-Kernel-Radius heißt, umso niedriger der Wert, umso, ich sag mal, detailunreicher, kann man das so sagen, tut ihr auf jeden Fall das Ganze smoothen. Ich stelle das immer auf 7%, also auf 7, Stufe 7, nicht 7%, aber Stufe 7. Er tut also maximal smoothen. Als Beispiel, seht ihr, was hier passiert. Oder ich tue jetzt mal die Toolstärke auf, sagen wir mal, 11% drehen. Und ihr seht trotzdem, er versucht das Ganze hier anzusmoven, 100%. Er versucht das Ganze jetzt hier wirklich anzugleichen und zu smoven, damit wir einen coolen Übergang haben. Hier auch nochmal gut zu sehen. So. Ihr könnt das Ganze natürlich fein justieren und immer drüber malen. Wie man das Ganze mit dem Level-Design machen kann, das werde ich euch in einem separaten Unreal Engine 5 Tutorial zeigen. Wenn ihr darauf nicht warten wollt, ich habe dasselbe Tutorial für die Unreal Engine 4 gemacht, ist genau dasselbe Prinzip, ist halt nur mit der Unreal Engine 4 Benutzeroberfläche. So, auf jeden Fall haben wir hier auch die Brush-Sides und sowas, ist aber erstmal alles völlig egal. Wir haben das Flattening-Tool oder das Flatten-Tool. Das bedeutet, dass wir hier auch eine Ebene komplett straight ziehen können, also als Beispiel. Dass es immer auf einer Höhe bleibt. Andererseits können wir aber auch irgendwo anders ansetzen, zum Beispiel hier, wo das Kreuz ist. So und so. Und diese ganzen Tools sehen jetzt erstmal komplett unnötig aus, weil ihr vielleicht nicht solche Cliffe machen wollt. Aber glaubt mir, nachher, wenn ihr, ich sag mal, Landscapes, egal welche Art, machen wollt, sind hier diese Tools wirklich Gold wert. Auch das Flattening-Tool. Denn ihr könnt zum Beispiel hier so eine Art Terrassen machen, also so eine schöne Terrasse machen von eurem Gebirge. Also ihr macht das hier zum Beispiel so, dass wir das wie so eine eine Treppenstufe haben, die hier hochgeht. Und dann können wir das nachher viel cooler anpassen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt das Moving-Tool und können hier einfach drüber ziehen. So. Und jetzt sagt ihr, hier würde ich gerne Klippe haben. Aber als nächstes können wir hier wiederum sagen, dass, naja, hier so Teil eine Klippe, also ein Teil davon eine Klippe sein soll, ein anderer Teil eher nicht. Ihr seht schon, wir können viele Sachen hier machen, wir haben viele Anwendungsmöglichkeiten. Und das würde jetzt zum Beispiel dann nach und nach so aussehen, dass wir hier so manche Felsvorsprünge haben, aber der Rest relativ gesmoothed ist und dass wir dann hier Glas drauf klatschen. Also das geht alles. Als nächstes haben wir das Ramp-Tool, das ist auch ganz cool, wenn wir Wege machen wollen zum Beispiel oder, ja, doch so Trampelpfade. Wir klicken bei dem Ramp Tool einfach irgendwo hin, ne, hier bam, dann haben wir hier so einen Berg und klicken das nächste auf die nächste Location, auf die nächste Location und jetzt haben wir hier schon so eine Rampe, die sich gebildet hat. Hier bei Rampenweite können wir natürlich die Weite der Rampe einstellen und bei Side Falloff können wir genau dasselbe machen wie beim Pinsel, ob das Ganze bei 0% eine ganz hundertprozentig harte Ecke haben soll oder eine gesmoothte Ecke. Ich mache das jetzt mal so, wir klicken Add Ramp, können ein paar Mal da drauf drücken, dann tut sich das hier mehr anpassen. Und jetzt haben wir hier schon so eine coole Rampe. Als nächstes sagen wir Reset und klicken hier vorne drauf und dann klicken wir zum Beispiel hier drauf. Klicken wieder auf Add Ramp, wieder Reset, Add Ramp und so weiter. Ihr seht schon, das funktioniert eigentlich mega nice und jetzt haben wir hier so einen coolen Pfad, der einfach hier so lang geht.
am Felsrand. Das ist nice. Natürlich würden wir das im echten Level jetzt nicht so stehen lassen, weil das ist wirklich eine ganz schöne harte Klippe hier. Und das sieht auf Dauer, weil das so gestretched ist, nicht so cool aus. Wir würden das anpassen. Also hier könnten wir auch zum Beispiel einfach das Ram-Tool nehmen und hier so gewisse Landscape-Sachen anpassen. Und das dann vielleicht ein bisschen höher ziehen. So, ein bisschen weiter zur Seite. So circa. Dann würde ich jetzt hier das wiederum anpassen. Naja, machen wir es mal dahin. So, das Moving-Tool wieder nehmen. Und dann können wir langsam hier das Ganze so nach und nach anpassen. Denkt nicht bei eurer anfänglichen Erfahrung mit dem Tool, dass man hier einmal das anklickt und dann ist alles so, wie man es haben will. Wenn ich mit meinem Leveln arbeite, dann ist das meistens so, dass ich hier wirklich bei so einem Pfad oder so 10, 20 Mal hier so einen Pfad ziehe, dann den wieder überarbeite, hier wieder so ein bisschen smoothe, damit das hier so aussieht. Dann ziehe ich hier wieder direkt den Pfad. Also wir überarbeiten das immer und immer wieder. Ja, das ist wie bei so einem Gemälde, was du malst. Genau, Leute, denkt einfach, ihr wärt bei Bros und ihr würdet ein Gemälde malen. Ihr habt die erste Schicht, ihr habt die zweite Schicht, die dritte, die 20., die 24. Schicht und irgendwann sieht es einfach nice aus. Jetzt ist zum Beispiel hier der ganze Stretch-Effekt schon mal nicht mehr so heftig und so. Also passt es immer und immer weiter an. Das Auge ist mit, Leute, so ist das nämlich. Und dann haben wir hier unseren coolen Pfad und können hier hochwatscheln. Als nächstes haben wir das Erosion-Tool, das simuliert prinzipiell, dass die Sonne, also dass viel Sonneneinstrahlung in der Region war. Auch das hier ist wirklich cool, denn wir können hier wieder bei der Pinselgröße einiges einstellen. Und Leute, mein bester Rat an euch ist, probiert selber aus, aber die Hänge hiervon werden ganz cool gemacht. Also wenn ihr euch das mal anschaut, es sieht schon nice aus. So können wir dem Berg natürlich noch eine natürliche Form geben, als ob da wirklich viel Erosion passiert, also eine Erosion passiert ist und dass das nicht so komplett glatt ist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir lang genug hier malen, können wir natürlich auch das Ganze ein bisschen eindutzen, ne? Und hier ein bisschen runterziehen, wie ihr sehen könnt. Sieht einfach schon besser aus, als wenn man jetzt nur, ich sag mal, diese simple runde... Ja, diesen Hügel, diesen extrem unrealistischen Hügel hat. Wenn man mal hier drauf schaut, sieht es halt jetzt schon viel besser aus, ne? So, hier von der Rückseite kann man das auch nochmal machen. Aber wie gesagt, das ist nicht alles. Ihr müsst mit allen Tools arbeiten, damit ihr ein cooles Ergebnis bekommt. Das sag ich euch direkt. Wenn wir manchmal ein bisschen länger hier drauf drücken, wie gesagt, dann gibt es hier, dann wird das so ein bisschen eingedutzt. So. Und sieht halt schon mal besser aus als davor, ne? Natürlich müssen wir hier überall das noch so machen. Dann haben wir das Hydro-Tool. Das Hydro-Tool simuliert, dass hier extremer Regenfall war. Also als Beispiel, hier das tut eher so Löcher reinziehen. Natürlich müssen wir den Pinsel oder sollten wir den Pinsel nicht so extrem einstellen. Aber es ist schon ganz cool, wenn wir nämlich jetzt mal hier hinklicken. Warte mal, ich mach mal hier die, die Stärke ist auf 100%. Die Brush Sides können wir ein bisschen hochdrehen. Und ihr seht, wie ganz langsam jetzt hier so Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass hier einfach so, wie so Abflüsse kreiert werden, ja. Also beim Berg, wo dann einfach so langsam wie so viel Regen drauf fällt, dass sich hier langsam einfach so Schnitte reinbilden, wo das ganze Wasser abgeflossen ist und so. Das ist schon nice. Also Leute, spielt damit rum. Es hat wirklich coole, nice Features und das Ganze kann euch wirklich extrem weiterhelfen. Als nächstes haben wir das neue Tool. Das neue Tool ist wirklich interessant und cool. Wenn wir das mal auf 8 drehen, können wir nämlich hier automatische Noises und automatische Unebenheiten sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe produzieren. Noise Mode können wir aber auch auswählen. Wir wollen nur was hinzufügen, also nur noch Berge hinzufügen oder wir wollen nur was subtrahieren. Das wären dann Löcher im Boden. Ich will beides, tue die Toolstärke auf 0,1 drehen und klicke einmal auf den Boden. Und schon haben wir jetzt hier, bam, schöne Unebenheiten bei einer Toolstärke von guten 15%. Denn wenn ich jetzt hier über das Terrain gehe, dann sehen wir jetzt hier schon richtig schöne Höhen und Tiefen. Hier hinten, das ist natürlich zu extrem. Auch hier können wir das Moving-Tool nehmen und einfach drüber arbeiten. Das würde ich einfach mal generell überall machen. Ihr hört das vielleicht, ich klicke einfach nur. Und bam, wir haben hier eine coole Umgebung. Natürlich haben wir jetzt auch hier die Möglichkeit, das zu machen. Aber das wollen wir erstmal nicht. Jetzt haben wir hier so eine coole Hügellandschaft, das ist mein Tipp an euch alle, macht keine komplett glatten Landschaften. Im echten Leben ist keine Landschaft komplett glatt. Ich sehe manchmal immer so Beispielbilder von Wäldern und die haben einen komplett glatten Untergrund. Mit dem neuen Tool könnt ihr aber hier so Unebenheiten machen. Das bedeutet, manche Häuser sind, manche Bäume sind höher, manche niedriger und dadurch könnt ihr nicht einfach so straight gerade durch den ganzen Byte so durchgucken, wisst ihr? Das ist halt Bullshit, um das mal wirklich direkt zu sagen. Also Leute, keine Landschaft ist komplett flach, außer vielleicht die Niederlande, aber die zählt nicht. So, als nächstes haben wir hier noch weitere Tools, zum Beispiel das Raptop-Tool, das benötigen wir aber nicht. Das Visibility-Tool, dazu kommt ein weiteres Tutorial, damit können wir Höhlen bauen. Wenn euch das interessiert, ich habe auch ein Unreal Engine 4 Tutorial dazu gemacht, ist oben rechts eingeblendet. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze zu mirroren. Also wir können hier ein Landscape komplett mirroren. Also, was heißt hier mirroren? Wir können hier natürlich das komplett spiegeln, um es zu deutsch zu sagen.
Hier sehen wir das Ganze. Wir haben gerade das ganze Landscape in der Hälfte gespiegelt. Das ist nice. Ich mache es jetzt auch einmal wieder rückgängig. Wir haben ein Select-Tool. Damit können wir hier auch gewisse Zonen auswählen und hier auch wiederum kopieren. Wir haben hier den Paint oder den Paint-Tab oben links. Und damit können wir jetzt zum Beispiel mit unseren Landscape-Layern Gras und Stein und sonst was auf dem Boden malen. Wie das geht, dazu kommt jetzt ein ganz schnelles Tutorial, Leute, wie das easy geht. Aber ein erweitertes Tutorial zu Landscape Materials kommt nochmal extra. Das bedeutet, auch hier haben wir die Möglichkeit, wieder unsere Toolstärke einzustellen. Beim Malen würde ich euch am Anfang 100% empfehlen. Gerade wenn ihr die Grundtextur macht. Als Pinsel nehme ich jetzt mal 1000. Und jetzt haben wir hier aber keine Layer zu malen. Wie funktioniert das? Ganz einfach, wir klicken hier oben in den Active Selecting oder Select Editing Mode oder Shift 1, damit wir hier die coole Benutzeroberfläche haben. Als nächstes gehen wir in den Content Browser. So. Und jetzt suchen wir uns irgendeinen coolen Ordner aus. Also ich bin jetzt hier in dem wunderbaren Content-Ordner und ich klicke jetzt irgendwo hin. Ich würde euch empfehlen, tut direkt von Anfang an eine coole Ordnerstruktur machen, also einen neuen Ordner erstellen namens Materials. Materials. So, wenn wir das gemacht haben, Leute, dann klicken wir Rechtsklick in unserem Material-Ordner und sagen, wir wollen ein neues Material hinzufügen. Also unter Create Basic Asset Material. Das nenne ich jetzt mal M-Unterstrich für Material oder Matt-Unterstrich, könnt ihr machen, wie ihr wollt. M-Unterstrich Landscape. Weil das hier mein Landscape Material werden soll. Wie ihr das hier erweitert erstellen könnt, wie gesagt, das werde ich euch in einem anderen Tutorial zeigen. Hier haben wir jetzt das Landscape Material und dort machen wir Doppelklick drauf. Sieht jetzt alles ganz komisch aus, aber keine Sorge, ist sehr, sehr einfach. Hier auf der linken Seite haben wir prinzipiell die Haupteigenschaften unseres Materials. Das können wir alles erstmal so lassen, wie es ist. Auf der rechten Seite haben wir jetzt hier unsere Steckdose. In diese Steckdose, also in diese Connection Box hier, kommt technisch gesehen alles rein, was unser Landscape ausmachen soll. Base Color ist die Albedo Color, also alles Farbliche, ne, alles, was wirklich nur Farbe entspricht. Metallic ist unsere schwarz-weiß Textur, wie metallisch irgendetwas sein soll. Wenn es zum Beispiel weiß ist, ist es nicht metallisch, aber wenn es schwarz ist, also sehr schwarz, oder beziehungsweise komplett schwarz, ist es absolut metallisch. Das bedeutet, wir haben hier immer schwarz-weiß Texturen. Dasselbe geht für unsere Specular Map. Das bedeutet letztendlich, wie viel Glanz soll unsere Textur haben. Roughness, wie viel spiegelig, also zum Beispiel bei der Roughness können wir einstellen, ob ein Gegenstand zum Beispiel Keramik sein soll, der das schon glitzert und glänzt. Metallic ist natürlich, wie ein metallischen Gegenstand sein soll. Emissive ist letztendlich, wie sehr etwas leuchten soll. Normal ist ein 3D-Effekt auf unsere Material, damit es nicht so plastik aussieht und so 2D-mäßig. Und Ambient Occlusion ist letztendlich, wisst ihr was, das erzähle ich euch mal im anderen Tutorial, das springt uns den Rahmen. Wir machen jetzt erstmal hier Rechtsklick irgendwo hin und wir haben jetzt das ganze Menü, was für Punkte es gibt, die wir auswählen können. Wir geben jetzt hier ein, weil wir ein Landscape kreieren wollen. Landscape. Jetzt haben wir verschiedene Dinge wie den Grass Output. Da kommt auch nochmal ein extra Video, wie ihr automatisch Gras auf eurem Landscape spawnen könnt. Aber hier haben wir Landscape Layer Blend. Und Landscape Layer Blend benötigen wir jetzt, weil das hier ist letztendlich das, was nachher unsere wunderbare Farbe reinbringt. Wir connecten das jetzt hier mit Base Color. Als nächstes haben wir hier auf der linken Seite jetzt wiederum die Eigenschaften von hier dieser Node. Wir klicken auf das Plus drauf und fügen einen Layer hinzu. Das ist genau wie bei Photoshop. Wir fügen jetzt verschiedene Layer hinzu, okay? Den Layer nenne ich jetzt einfach mal Grass. Jetzt haben wir hier Layer Grass. Als nächstes füge ich neuen Layer hinzu. Jetzt tue ich mal kurz den hier schließen. Ich tue das mal ein bisschen rüberziehen, damit wir es besser sehen. Hier haben wir jetzt Layer 0. Der fängt immer bei 0 an, ja? 0, 1, also das ist unser zweiter. Den nennen wir jetzt Dirt. Und wir machen noch einen dritten. Den nennen wir jetzt zum Beispiel Stone. Ihr könnt hier technisch gesehen endlich viele machen. Das hat eine Begrenzung von 16 Texturen insgesamt, aber die können wir umgehen und ich zeige euch auch gleich, wie wir die direkt umgehen können. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, das sind jetzt aber die drei Dinger, die ich haben will. Ihr könnt, wie gesagt, auch hier 16 hinzufügen, keine Frage. Wir kopieren das jetzt mit STGC, STGV und moven das jetzt mal ein bisschen weiter runter und connecten das hier mit Normal. So, circa. Damit wir jetzt hier Normal connected haben und Base Color. Wenn ihr eine Roughness Textur habt, können wir natürlich das hier auch an Roughness gruppieren. Und wenn wir eine Ambient Occlusion Textur haben, können wir das auch mit Ambient Occlusion verbinden. Ja, also das spielt keine Rolle. Ihr könnt hier unendlich viele machen und alles connecten, wie ihr wollt. Spielt keine Rolle. Ihr müsst halt nur das, was ihr jetzt lernt, auf andere Themen anwenden. Ja, also das ist wirklich, wie gesagt, sehr leicht. Jetzt benötigen wir aber erstmal die Texturen, weil das hier sind jetzt die Inputs. Das sind jetzt alle Inputs von unserer Base Color. Und das sind alle Inputs von unserer Normal. Und er blendet das Ganze zusammen. Also er schweißt das Ganze in eine große Textur zusammen, oder also in eine große Information, und die wird dann unterteilt in Gras, Dirt und Stone. Wir minimieren das Ganze oder schieben das mal kurz weg und gehen in unseren Starter-Content-Ordner. Oder ihr benutzt jetzt eure eigenen Texturen. Klicken auf Textures. Und jetzt passt mal auf. Wir scrollen runter und suchen jetzt erstmal eine Gras-Textur. Das war unsere erste Textur. Hier unten ist Gras mit der Normal-Map. Wichtig, Gras und die Normal-Map. Sonst sieht Normal-Map, sonst sieht das echt schlecht aus. Als nächstes brauchen wir eine Dirt-Textur. Da nehme ich jetzt mal Gravel.
also Gravity und Travel N, das steht für Diffuse und Normal. Albedo, Diffuse und Base Color kann das hier heißen, also die Abkürzung für D. So, als nächstes benötige ich Stein, Leute. Stein is what I need und dort nehme ich jetzt mal Rock Slate. Klicken wir drauf und klicken auf Normal drauf und das ziehen wir jetzt alles ein. Wir haben jetzt 6 markiert, seht ihr, und das ziehen wir jetzt einfach in das Fenster hier rein. Und so sieht das Ganze aus. Jetzt denkt ihr euch, ach du je, ist das unübersichtlich. Stimmt, aber keine Sorge, ich ziehe das jetzt mal kurz hier alles raus. Sekunde, wir müssen das mal kurz freischaufeln. So, wunderbar. Das ziehen wir hier hin, das ziehen wir dahin. Und jetzt müssen wir sortieren. Hier, das ist Gras. Das hier ist meine Gras-Normal. Das hier ist Stein. Das ist meine Farbtextur von meinem Stein. Und das hier ist meine Dirt-Textur. Sehr gut. Wir verbinden das jetzt so, wie wir das jetzt gerade eben sortiert haben. Das bedeutet RGB-Output, also Rot, Grün und Blau-Output, damit das hier ein farbliches Bild erzeugt. Das connecten wir mit Gras. Dann die Normal-Map, diese blauen Bilder, was den 3D-Effekt erzeugt, das tun wir RGB-technisch mit hier unten dem, also weil das hier Normal-Connected ist, tun wir hier unten das mit Gras verbinden, weil das hier meine Gras-Textur ist. Dann kommt meine Dirt-Textur, ich schiebe das mal kurz alles so. Dann kommt meine Dirt-Textur, RGB verbinden wir also mit Dirt. Und die Normal-Map von der Dirt-Textur verbinden wir RGB hier unten mit Dirt, ne, weil das hier, wie gesagt, mit Normal verbunden ist. Und hier machen wir genau dasselbe. Hier, das ist mein Stein, dort die Normal-Map tun wir hier unten connecten, weil hier unten meine Normal-Map ist. Und hier oben, das tun wir mit unserer Color-Map connecten. Also tue ich das hier mal markieren. Alles, was Farbe hat und was das Bild darstellt, ist hier oben. Das nennt sie eben aber auch Base-Color oder Albedo oder Diffuse. Da gibt es Unterschiede, was Diffuse und Base Color ist, aber heutzutage wird das irgendwie fast schon alles bei den Laien vermixt, deswegen kann es alle drei Namen haben. Hier, das ist unsere Normal, in Klammern, ja doch, machen wir mal Normal Map, okay? Also verbinden wir das alles so. Das hier ist Stein, so, das hier ist Dirt. Übrigens, alle Kanalmitglieder finden hier diese Projektdatei natürlich auch in den Community-Kanalbeiträgen, ja? Also einfach auf meinen YouTube-Kanal auf Community-Tab klicken und dort könnt ihr das als Kanalmitglied direkt runterladen. So, und das hier war Gras. Oder Grass. So, dann haben wir das so. Ich tue das kurz nochmal ordnen. Übrigens, wie könnt ihr hier diese Kommentare machen? Das geht ganz einfach. Ihr tut hier was markieren und drückt dann C auf eurer Tastatur. So, okay, so viel dazu. Das wäre jetzt connected, sieht schon ganz komisch aus, aber unser Landscape hat jetzt einen Glanzeffekt, ja? Das bedeutet, wenn ich jetzt auf Save drauf drücken würde, hätte unser Landscape hier gleich einen Glanzeffekt. Das wollen wir nicht, deswegen werde ich das direkt schon mal vorsorgend, werde ich auf der Tastatur eine 1 gedrückt halten, also die 1 auf der Tastatur gedrückt halten und klicke dann irgendwo hin. Das hier ist eine Konstante. Es gibt Parameter, das sind Werte, die ihr konstant ändern könnt, oder es gibt Konstanten, die bleiben immer gleich, weil das eine Konstante ist. Hier werden wir jetzt unten links bei Value eine 1 hinschreiben und connecten das wiederum mit Specular. Ganz easy. Wir klicken auf Speichern und that's it. Einen großen Tipp gibt es noch, und zwar wir markieren jetzt alle Texturen, indem wir STG gedrückt halten. Wie gesagt, alle Texturen. Zack, 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 zack. Und hier unten noch die. Und wenn wir alle Texturen markiert haben, werden wir hier unten links bei Sampler Source Shared Wrap anklicken, okay? Warum mache ich das? Ihr hättet das nicht machen müssen, weil insgesamt haben wir jetzt gerade 6 Texturen, okay? Insgesamt unterstützt die Engine, ich bin mir nicht sicher, wie es bei der Unreal Engine 5 ist, aber bei der 4er Version war es so, dass die Unreal Engine 4 nur 16 Texturen unterstützt in einem Landscape Material. Das ist natürlich schlecht und deswegen tun wir hier Shared Wrap anklicken, weil dann können wir unendlich viele Texturen hier hinzufügen, okay? Macht das direkt von Anfang an und erinnert euch immer dran, wenn ihr hier neue Texturen hinzufügt, immer Shared Wrap machen und dann könnt ihr auch 30, 40 Materials hinzufügen. Natürlich gibt es dann auch so eine Grenze, wo ich sagen würde, Leute, übertreibt es nicht, aber wenn ihr 10 Materials habt mit je, sag ich mal, 2 bis 3 Texturen, dann haben wir schon 30 Texturen hier drin und das übersteigt den Wert von 16 natürlich alle Male. So, wir klicken auch oben links auf Speichern. Ihr habt jetzt hier einen schwarzen Bildschirm oder so eine schwarze Kugel. Das ist deswegen, weil alle Texturen zusammengemischt wurden und er jetzt nicht weiß, was er genau darstellen soll. Das klicken wir jetzt hier auf X. Wir gehen zurück in den Ordner, wo wir unser Landscape Material gespeichert haben. Das war hier M Landscape, wenn ihr euch erinnert. Und passt auf, wir klicken jetzt auf unser Landscape drauf, scrollen hier auf der rechten Seite runter, wenn hier oben Landscape 1 oder irgendwas ähnliches steht. Scrollen runter, aber hier. Und unter Landscape, wenn ihr den Punkt Landscape hier gefunden habt, dann haben wir hier ein Ding, das heißt Landscape Material. Wir ziehen diese Kugel jetzt hier auf Landscape Material drauf oder klicken hier auf die Kugel und klicken hier auf den Pfeil. Bam. Auf einmal ist unser ganzes Landscape schwarz. Oh nein. Solltet man meinen, ist aber nicht so. Das ist alles jetzt korrekt. Pass mal auf. Wir klicken jetzt hier auf unser Landscape drauf. Dann klicken wir hier oben auf Activate Landscape Editing Mode. Also wir gehen in den Landscape Editing Mode.
Und jetzt haben wir hier auf einmal ganz neue Sachen. Und zwar, wir haben drei Layer. Wenn ihr euch erinnert, wir haben unserem Landscape Gras hinzugefügt, Dirt und Stone. Und genau diese drei Layer haben wir jetzt hier. Aber wir können damit noch nichts machen. Das sehen wir daran, dass unser Pinsel rot ist. Das bedeutet schlecht. Wir müssen erstmal Landscape Layer Informationen hinzufügen. Weil hier kann man zum Beispiel auch nichts auswählen. Deswegen klicken wir hier und auf Create Layer Info und klicken jetzt hier auf Non-Weight Blended Layer. Beziehungsweise, sorry, Weight Blended Layer. Wir klicken hier drauf und klicken jetzt hier einfach auf zum Beispiel OK. Jetzt haben wir das schon mal gemacht, jetzt ist unser ganzes Landscape auf einmal grün und es glänzt immer noch. Da habe ich gerade Mist gebaut, es tut mir leid. Wir hätten eben eine Null hinschreiben müssen, das werde ich gleich noch meditieren. Als nächstes machen wir dasselbe jetzt für jegliche anderen Layer. Immer wieder Save, OK, Save, OK. Bam! Und jetzt sind wir fertig. Was haben wir jetzt eigentlich gerade hier unten erstellt? Das sind die Informationen über die Layer. Über diese Informationen können wir nämlich fürs Materials hinzufügen, nur als kleiner Exkurs. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass wir ja zum Beispiel nachher sagen können, überall da, wo Gras ist, sollst du eine Gras- oder so ein Gras-Sound abspielen. Also so Gras-Step-Sounds. Wenn ich auf Gravel oder Dirt gehe, dann sollst du eben Sounds abspielen, dass, also so Fuß-Trampel-Sounds, als würde ich gerade auf Kies gehen oder auf Matsch oder sowas, weißt du? Sowas eben. Das nennt man Footstep-Sounds. So, okay, als nächstes können wir hier natürlich so ein Layer anklicken, wie zum Beispiel Grass und haben jetzt hier zum Beispiel Dirt. Ich klicke mal Dirt an und wir malen jetzt mal Dirt hier irgendwo überall hin, okay? Und jetzt sehen wir schon, dass wir hier ganz ohne weiteres Dirt hinmalen können und das sieht ja auch schon mal cool aus, muss man sagen. Jetzt probieren wir das gerade noch mit Stone. Ich tue mal Stone hier oben ein bisschen hinmalen, ne? Einfach nur mal so, zack, zack, zack. Hier kommt ein bisschen Stone hin. Als nächstes tun wir hier wieder ein bisschen Gras hinzeichnen. So, zack, easy. Hier, das kam weg. Als nächstes würde ich gerne Dirt haben. Da mache ich den Pinsel jetzt mal kleiner. Viel kleiner, auf 100 circa. Und wir malen jetzt hier ein bisschen Dirt hin, ja. Einfach, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. So, easy. Perfekt. Das ist jetzt zum Beispiel mein Berg. Jetzt können wir hier am Anfang auch noch ein bisschen Dirt hin machen, ne. So. Genial. Hier noch ein bisschen den Pinsel vergrößern. Ich male jetzt einfach mal und jetzt tun wir das Ganze, den ganzen Glanzeffekt fixen. Und wir tun noch was fixen, und zwar die Größe der Texturen. Erstmal gehen wir jetzt hier wieder auf unseren Editing, also auf unseren Select Mode, damit hier alles weg ist. Klicken auf unser Landscape, scrollen runter zu Landscape Material und machen einen Doppelklick da drauf. So, als nächstes, wo war der Fehler? Wenn ihr hier vorne hinscrollt, haben wir bei Specular 1 hingeschrieben. Das war mein Fehler, es muss eine 0 hier hin. Wir klicken auf Speichern oben links. Bam! Das hier ist unser Landscape. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Wir gehen weiter runter. So sieht das Ganze jetzt aus. Cool, oder? Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Erstmal wie hier schwarze Linien. Um die wegzubekommen, können wir hier oben auf Bild draufklicken. Ja, aber passt auf, das wird Ewigkeiten jetzt dauern, wenn ihr keinen richtig guten Rechner habt. Was wir machen werden, ist, wir cheaten ein bisschen. Wir scrollen jetzt hier hoch, bis hier, oder wir geben hier oben bei Word Outliner oben rechts ins Suchfeld Light ein. Warte mal, Light. So. Und hier bekommen wir die Light Source. Und hier werden wir ganz hoch scrollen und werden jetzt bei Mobility, ganz oben, Moveable auswählen. So könnt ihr nämlich auch Tag- und Nachtzyklen machen. Und so, Leute, sieht jetzt unser wunderbares Landscape Material aus. Ohne Striche. Das sieht jetzt so ein bisschen stylized-mäßig aus, spielt aber erstmal keine Rolle. Jetzt habe ich aber ein Problem. Und zwar, erstmal, hier das Gras ist ja alles schön und gut. Ich würde das Gras gerne noch ein bisschen größer machen, die Textur. Und dann haben wir hier diese Fades-Textur. Und diese Fades-Textur, die sieht nicht wirklich gut aus. Wir wollen die größer machen. Wir klicken also auf unser Landscape oben drauf, ne? Und scrollen wieder runter zu M Landscape Material und öffnen unser Landscape Material. Alternativ können wir aber auch in den Browser gehen. Ich kann das mal kurz machen. So, alternativ können wir auch in den Content Browser gehen und hier M Landscape Material auswählen. Also das, was wir gerade eben erstellt haben. Machen wir mal Vollbild. Wir werden jetzt einen Rechtsklick hier irgendwo, wo nichts ist, hinmachen und geben wieder ein Landscape. Und jetzt will ich ein Landscape Layer Chords. Coords. Coords ist nichts anderes als die Koordinaten. Das bedeutet, hier können wir jetzt auf der linken Seite unten einstellen, wie groß unsere Textur jeweils sein soll. Wir benötigen zwei Stück von den Dingern. Also STG, STGC, STGV. Bei dem oberen werde ich jetzt sagen, Mapping Scale ist bei, sagen wir mal, 1. Oder sagen wir mal bei 2. So, das hier connecten wir, also das, wo wir jetzt hier auf der linken Seite 2 eingegeben haben, das verdoppelt jetzt unsere Texturgröße auf die Stufe 2, okay? Das heißt, wir haben jetzt die doppelte Texturgröße. Das connecten wir zu Gras, zu der Normal Map von Gras, zu der Farbkarte von Gras, oder von der Normal Map und zu der Albedo. Das tun wir mit Dirt connecten. So, aber da ich jetzt meinen Stein größer einzeigen lassen will als mein Dirt und mein Gras, werden wir jetzt das untere, was wir noch nicht bearbeitet haben, mit der UV von Stein connecten. Okay, einfach eine UV-Input. Genau wie hier oben auch. Macht's einfach genauso nach.
Hier klicken wir jetzt drauf bei unserer Steintextur und sagen, ich hätte gern die sechsfache Größe oder die vierfache Größe. Und ihr seht jetzt, umso größer ich das mache, umso dunkler wird hier diese, diese Farbskalierung oder diese Farbskala. Wir klicken oben links auf Save und passt mal auf. Bam! Das sieht schon viel, viel besser aus für Stein. Hier unten mein Gras sieht auch schon viel, viel besser aus, weil es einfach viel größer ist. Und wenn ich jetzt mal hier hinten hingehe, dann bin ich hier auf meiner Dirt-Textur. Die könnte sogar noch einen Ticken größer, glaube ich. Obwohl, die ist so in Ordnung. Guck mal, die Gras-Textur ist so in Ordnung. Und hier oben sehen wir jetzt unseren Fels. Und wenn wir das mal vergleichen, ich werde den Fels jetzt mal auf meinem anderen Bildschirm so bearbeiten, dass ich das auf Standard zurückstelle, okay? So sah das vorher aus. Habt ihr das gesehen? Seht ihr das Detail da hinten? Schwach, oder? Wenn ich jetzt aber wieder connecte und zum Beispiel wieder sage, dass das sechsfach so groß sein soll. Bam. Seht ihr das, wie cool das jetzt aussieht von der Distanz? Leute, wie gesagt, macht es so. Es ist genial. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das wäre es jetzt erstmal mit dem Tutorial. Ich könnte euch noch weitere 5 Stunden hier vorlabern, wie man was machen kann mit dem Landscape. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt mir auch gerne, ob so lange Tutorials besser sind als kurze Tutorials. Wir sehen uns. Das ist wie gesagt ein Anfänger-Tutorial, nicht für Fortgeschritten oder so. Wir sehen uns im nächsten Stream immer sonntags um 20 Uhr beim Level-Design-Stream. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Folgt mir gerne auf YouTube, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Deswegen gerne ein Like hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Verbesserungsvorschläge und Wünsche und sowas alles gerne unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch was und haut rein. Ciao, ciao.